Moin moin meine lieben Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Wargroove für die Nintendo Switch. Letzte Folge haben wir Ragnar ordentlich eingeheizt in Akt 1, Mission 3. Und heute bin ich gespannt, wie es weitergeht, denn wir haben das erste Mal den Auftritt von Walder gesehen. So, wir gehen mal hier rüber und versuchen Mission 4. Herr der Toten, Kirchenstein wird überrannt. Mercia muss ihre Leute retten. Oh, da ist Walder. Endlich begegnen wir uns. Königin Mercia von Kirchenstein. My Queen. Meine Königin, das ist Walder, Fürst der Höllheimlegion und Meister des Höllenhandschuhs. Walder! Das ist Walder, oh nein! Ragnar ist mächtig, aber nicht diszipliniert genug. Eine Schwäche, die ich nicht teile. Diesen Kampf können wir nicht gewinnen. Also ziehen wir uns zurück, aber wo sollen wir hin? In den Finsterwald. Wir haben keine andere Wahl. Der Finsterwald? Aber... Winsel! Gibt die Königin von Kirchenstein ihren Thron so einfach auf? Brrr. Schon in Ordnung, Cäsar. Let's go. Treten wir den Rückzug an. Uns bleibt keine andere Wahl. Zug 1. Rückzug. Huh? Hat es sich herumgesprochen? Wissen alle, dass wir uns zurückziehen? Ja, unsere Leute sind schon unterwegs. Sie kommen über die westliche Straße, aber die Höllenregion ist ihnen auf den Fersen. Wir müssen sie schnell von hier fortbringen. Hm? Ganz genau. Ihr nehmt am besten den Wagen, um sie zu unserer Festung zu fahren. Fahrzeuge wie dieses können weite Strecken zurücklegen, besonders auf Straßen. Mit ihnen gelangt ihr am schnellsten an die Front. Ich schlage vor, ihr steigt selbst in den Wagen und schickt ihn dann zu unseren Dorfbewohnern. Okay. Yes. Nun könnt ihr den Wagen nach Süden fahren lassen, näher zu unseren Dorfbewohnern. Der Wagen kann nur eine einzige Einheit befördern und Dorfbewohner zählen als eine Einheit, wenn ihr angekommen seid. Verlasst den Wagen mit Absätzen, damit die Dorfbewohner einsteigen können. Okay. Absetzen. So, hier. Alles klar, geschafft. Ich sollte die Dorfbewohner nur einsteigen lassen. Ja, ihr könnt sie nahe unserer Kaserne absetzen. Nun, da ich hier bin, kann ich nach feindlichen Truppen Ausschau halten. Ja. Und da der Wagen bei der Kaserne steht, könnt ihr weitere Einheiten zu euch fahren. Lasst den Wagen immer abwechselnd Truppen zu euch und die Dorfbewohner in Sicherheit bringen. Ja. Wird gemacht, danke, Emmerich. Okay, bring alle Dorfbewohner in Sicherheit und flieh aus Kirchenstein. Okay, versuchen wir. So, steckt immer da ein. Gut, wir haben hier noch Einheiten. Das Feld ist etwas größer, man sieht, nicht nur ein Dings, sondern viel, viel größer. Aber lass uns mal ein paar Truppen bauen, was haben wir denn hier so? Wir können auch einen Wagen, lass uns noch einen Wagen bauen, das ist gut. Was ist das hier? Ah, ist unser. Da können wir noch nichts machen. Muss um jeden Preis verteidigt werden. Okay. So, die Pikeniere stehen zusammen, das ist gut. So, viel mehr können wir nicht machen, ne? Nee, was ist das denn hier? Ach, das, da müssen die Dorfbewohner hin. Alles klar. So. Und zu Ben. Sogar ins Wald, der kommt. Oh. Da tauchen sie auf. Nein, die Höllenlegion. Ich muss die Dorfbewohner schützen. Wir dürfen keine einzige Gruppe verlieren. Geht. Als Kommandantin seid ihr stark genug, diese erste Welle allein zu schlagen. Okay. So, den schicken wir nach oben. Nee. Ich weiß nicht, wo die anderen Dorfbewohner herkommen, ist die Frage, ne? Kommen die auch von da oben oder kommen die von hier? Das weiß man jetzt nicht. Deswegen packen wir da einfach mal ein paar Truppen rein. Oder nicht? Aber wir können den Wagen da hinstellen. Dann können wir Truppen da reinpacken. So. Den schicken wir auch mal hier hin. Den Pikanier schicken wir ein bisschen dichter ran. So. Okay. Was? Ach, die schießen von Weitem, ja, stimmt. Natürlich doof. Nur um jeden Preis halten. Okay, von oben kommen auch welche, und zwar die Bescheuerten. Gut, also. Dann war es ja total unsicher, was ich gemacht habe. Aber lassen wir einen Pikenier noch bauen hier. Kommt raus. Den Wagen schicken wir hier hin. Und sagen, absetzen.
Very well. Gut gemacht, Königin. Die ersten Dorfwohner haben den Pass erreicht. Macht weiter so. Ja, lauf. Und du? Erstmal hier hin. Und setzt ihn ab. So. Und du machst mal als erstes die Bögenleute platt. Macht am meisten Sinn. So. Brace yourself. Zack. So, die sind hinüber. Und ja, jetzt haben wir natürlich nicht so viele Leute hier, aber das macht nichts. Wir können ja noch ihn hier hinschicken. Und den lassen wir da stehen, weil wir haben ja den nächsten Pikenier hier. Passt also ganz gut alles. So, kann nichts weitermachen als zu Ben. Da kommt der nächste Dorfbewohner. Im Westen sind weitere Flüchtlinge getroffen und es werden noch mehr folgen. So, Walter, mach mal, was du willst. Ah, das könnt ihr nicht angreifen, oder? Ja, wir müssen uns verteidigen. Okay, die machen wir gleich platt und zwar mit unserem Ritter. Nein! Scheiße, hab ich gar nicht gedacht. Also, die haben uns nicht einnehmen, da müssen wir gleich andere Leute reinschicken. Gut. So, da kommen neue Truppen, aber das macht nichts. Als erstes gehen wir hier hoch. Schicken den Pikanier hier hin. Machen ein paar Langbogenjäger, die stecken wir mal hier hin. Und schicken den Wagen dorthin. Du steigst ein. So. Einen Wagen hier oben, den müssen wir auch nochmal runterschicken. Und bis hierhin. Wir müssen einmal leider besetzen vorher. Und sind die anderen ja gleich drin. Das wollen wir nicht. So. Platt. Gut, jetzt hoffe ich, dass der. Dass die hier unten müssen doch eigentlich nicht so weit kommen, ne? Ne, gut. Dann können wir mit ihn hier killen. So, sie haben unsere Ritter auch mal in Einsatz. Zack. Gut. Viel mehr können wir jetzt hier auch nicht machen. Wir können auch keine neuen Gegner. Ne, okay. Was bedeutet denn, dass das so leuchtet? Weiß ich nicht. Vielleicht auch on fire oder so. Gut. Zug beenden. Werden wir uns bestimmt gleich erklären? Okay, kommen mehr Gegner da oben. Bringen wir erstmal die Dorfbewohner weg. Ich fühle mich, ich weiß nicht, beflügelt. Das ist euer Groove, Königin Messier. Ihr habt ihn zum allerersten Mal aufgeladen. Der Groove ist eine Gabe, die Kommandanten wie ihr und ich im Kampf aufladen. Nutzt ihn, um eure Truppen zu unterstützen. Ich möchte ihn einsetzen, um sie zu heilen. Fokussiert eure Energie und zeugt eine heilende Aura. Sie gibt euch allen Verbündeten in eurer Nähe einige Trefferpunkte zurück. Tactical Advantage. Wenn sie wieder zum richtigen Zeitpunkt setzt, könnt ihr damit den Kampf drehen. Okay. Gut, machen wir nicht jetzt. Schicken erstmal den Wagen hier hoch. Nein, nicht abladen. Nur warten. So, ich will gucken, ob ich mit ihm irgendwas treffen kann. Nee. Da sind noch keine Gegner in der Nähe, aber vielleicht können wir hier nochmal einen anderen Gegner rausholen. Und zwar noch mal ein paar Ritter. Ich stelle mir da hin. Und den Wagen schicken wir schon mal hier zurück. Werden wir den hier? Ne, wir lassen ihn oben stehen. Und hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Also, die Pikeniere dürfen nicht zu nah rankommen. Der kann mich gleich angreifen. Also, wir müssen mit ihm die Platte. Ach, kann man nicht platt machen. Shit. Gut, gut. Das kriegen wir hin. Machen wir mal. Ein bisschen müssen wir die einstutzen. Interessiert uns nicht weiter. Die müssen wir leider auch ein bisschen platt machen. Das machen wir auch. Ganz einfach hier in der Mitte, das macht nichts. Brace yourself. Okay, da haben wir schon ordentlich was verloren. Oh, wir verlieren jetzt nicht so viel Leben. Macht aber nichts. Bloß ein Pferd, das darf hier nicht. Unser Pferd nicht bekommen. Dass wir rennen mit unserem Pferd mal
hier hin. So. Jetzt kann ich natürlich gleich ganz gut angreifen. Wenn wir ihn daneben. Ach, ich kann nichts mit ihm machen, ne? Schade, schade. Gut, schauen wir uns das an, wie es weitergeht. I'll save you all. Noch mehr Dorfbewohner, wir werden euch beschützen. So, gucken, was er macht. Ja, okay, die kann sein, dass sie es einnehmen gleich. Finde ich ärgerlich. Na, ah, ich glaube, die nimmt sogar ein. Obwohl, vielleicht auch nicht. Alter, wie mutig bist du denn? Ist das nicht dumm von dir? Oh, anscheinend. Aber jetzt kommen nochmal die Pikaniere von ihm. Na, natürlich auch nicht so viele. Werden wir, glaube ich, auch ausschlachten können, eventuell. Yes, so. So, müssen wir gucken. Da kommt noch ein Ritter da unten. Okay, wir machen aber erstmal. Pass auf. Gehen wir mal anders machen. Muss ich leider angreifen. Auch wenn ich da Verluste erheile. Aber es geht leider nicht anders. So, und dann können wir nämlich mit denen trotzdem die killen. Ja, das geht auch. Wunderbar. So. Den Dorfbewohner schicken wir mal hier rein. So, und euch? Können wir vielleicht nach Hause schicken schon. Ja. So, dann haben wir ihn hier, können wir auch noch weiter schicken. Und zwar Richtung dort. Und erwarten. So, jetzt müssen wir wieder mal ein paar killen. Und ihn können wir doch bestimmt erwischen. Und zack. Ah, da bleibt noch einer übrig. Ärgerlich. Vielleicht kann er angreifen hier. Kann er angreifen? Müssen wir leider angreifen jetzt. Aber nur, damit er weg ist. Das war nicht viel, dass wir an Schaden. Das ist nicht viele Leute, die wir wegmachen, aber. Mal hin. So. Und dieses Pferdeteil-Typen, den schicken wir auch mal irgendwo noch hin. Wir sind erstmal dahin. Und holen uns dafür nochmal so einen Langbogen. Gut. Hier unten sind natürlich immer ganz viele Leute noch. Ja, da kann ich auch weit reiten wahrscheinlich, ne? Ja, du bist da hoch. Dann müssen wir hier. Machen heilende Aura da. I'm here to help. Healing Aura. Ist das auch für die Gebäude? Das war unglaublich. Kann ich das jederzeit wieder tun? Nur wenn ihr genug gekämpft habt und eure Groove vollständig aufgeladen habt. Der Groove lädt sich langsam von allein auf. Aber wenn ihr kämpft und Feinde besiegt, geht es schneller. Wenn ihr in der Nähe eines geschwächten Gegners seid, empfehle ich euch, ihn selbst zu legen, um euer Groove schnell aufzuladen. Aber vergesst nicht, wir dürfen euch nicht verlieren. Geht da kein unnötiges Risiko ein. Alles klar, verstanden. Danke, Emmerich. Gut. Da kann ich doch stehen bleiben, ne? Ich kann auch da hinstellen. So. Jetzt bin ich gespannt. Ah, ist klar. Ich glaube, der macht und die hauen uns bestimmt einen Schaden rein. Ja. Aber. Ui, viel Schaden machen wir nicht. Ach, scheiße. Das Dorf, unser Dorf abgesehen. Gut. Okay. Erstens müssen wir hier das Ding hier raus haben, den Wagen. Stellen wir da hin. Den Wagen schnell hoch. Und laden den Dorfbewohner aus. So, da oben kommen ja mehr Leute, deswegen müssen wir jetzt hier ein bisschen Gas geben.
gut. Mal kurz platt machen. Okay, viel leider nicht mehr. Aber haut uns trotzdem ein bisschen Schaden rein noch. Stellen. So, und du gehst in den Wagen rein. Würde ich gleich mal benutzen, um weiter runterzukommen. Wir müssen hier ein bisschen Leute killen, leider. Wir haben uns natürlich gerade eben ganz schön viel Schaden verpasst. Ich kann mit denen ja noch ein bisschen mehr Schaden verpassen. Also, wir dürfen auch nicht sterben, ne? Wir haben nicht mehr so viel. Jetzt mal hier links. Vielleicht war es auch dumm. Aber wir sollten es mal. So. Weil eigentlich, es greift er uns natürlich an von da aus. Das darf er auch. Meinetwegen. Pass auf, den stellen wir. Du gehst dahin. Und dich lassen wir angreifen. Zack. Die können natürlich gleich noch hier angreifen. Ich weiß nicht, ob die sie erobern können. Ich glaube eher nicht. Was brauchen wir noch hier so? Sollen wir noch einen Ritter rausholen? Wir holen noch einen Ritter raus. Oh, da kommt ein Dorfbewohner. Eine weitere Gruppe von Flüchtlingen, meine Majestät. Gut. Ja, war klar, dass er mich angreift. Aber er dürfte mich nicht komplett killen können. Aber schon ordentlich Schaden zufügen. So, die erobern können sie, glaube ich, nicht. Aber hauen schon sehr weit runter. Gut. Okay. Kommt noch ein Bogenschütze. Okay, also jetzt müssen wir uns hier sputen. Zack. Die haben wir erledigt. Achso, da ist noch ein Dings drin, ne? So. Gegner sind hier aber nicht mehr. War nicht so schlimm. Komme ich mit meinem Pferd da hin? Ne, nicht ganz. Schade. Komme ich auch nicht ganz hin. So, machen wir ein bisschen Platz für euch hier. Fangt! Gut. Warte mal kurz. Gut. War dumm. Wie mache ich das? Na egal. Wollte ich eigentlich gar nicht. Eigentlich wollte ich mit dem anderen angreifen, aber egal. Was soll's. Machen wir so. Habe ich gar nicht gesehen, dass der die 5 hatte. Naja, guck mal. Kann ich ein bisschen gegen. Aber so können wir ein bisschen da oben die Leute vielleicht aufhalten. So. Und was machen wir mit dir? Gut, ich hoffe, da greift jetzt nicht den Bauern da unten an. Das wäre natürlich echt ärgerlich. Deswegen reiten wir auch direkt mal hier runter. Und holen uns hier nochmal. Wo ist denn da? Pick ein hier raus hier, so zack.
Nein. Ach, das war dumm. Ich wollte nicht warten lassen. Na egal. Nicht schlimm, wir haben einen anderen Wagen hier unten. Schauen wir mal, was passiert. Oh, ich habe ahne gefürchtetliches. Ja, okay, da haben wir natürlich nicht so viele Chancen. Allerdings stehen die direkt vor uns, ne? Das heißt, ihr kriegt auf jeden Fall ein paar ab. Dumm von euch. Hätte ich von weiter weg angegriffen. Na, okay. Da haben wir jetzt keine Chancen. Da sind sie wohl weg. Ausgelöscht. Das wird, na, okay. Haut natürlich ein, zwei weg. Aber. Ja. Auf jeden Fall ist unser Dings noch geschützt, unser Dorf. Das könnte unentschieden geben, obwohl. So, da tauchen wieder welche unten auf. Können sich aber nicht bewegen. So, wir müssen den Wagen jetzt nicht entschicken. So, wo müssen wir dafür einsteigen? Nächste Station, Lummerland Hauptbahnhof. Okay, hier unten sind so ein paar, die wir auf jeden Fall. Schauen wir mal von hier so ein bisschen, obwohl, lassen wir die lieber rankommen. Ich ihn jetzt kill. Warte mal, kann ich ihn jetzt nicht hier nutzen, um egal wen, killen wir erstmal die. So. Ich glaube, man kann es auf eine schönere Art lösen, hier. Aber wir müssen es so machen. Auch wenn ich die jetzt verliere bei der nächsten Runde. Haben wir den schon mal weg? Nein, der lebt noch. Teil. Das gibt's doch gar nicht. So ein Affe. Und das ist natürlich nicht schlecht. Wir können natürlich schon mal ein bisschen die Pferdestärken dezimieren. Fast um die Hälfte. Das ist ja praktisch für uns. Den schicken wir hier hin. Ja, guck mal hier. Wo ist noch ein Ritter? So. Diesen Wagen müssen wir jetzt mal weg haben da. Gehen wir schon mal hier hin. Und jetzt habe ich nur noch ihn hier. Die Frage, aber gucken, warte mal. Mal gucken, wie weit kann er. So. Das sind die letzten Schutzsuchenden. Sobald sie sicher sind, müsst ihr euch in die Flucht antreten. Okay, gehen wir hin. Ah, scheiße. Ah, okay. Ah. Mach ruhig. Sagen, uns kriege ich ganz weg. Ich kriege weg. So. Jetzt geht es eingemachte. Dieses Wetter. Walder muss ganz in der Nähe sein. Wir müssen uns beeilen. Wobei es nun schwieriger wird, da bei schlechtem Wetter die Angriffsreichweite unserer Fernkampfeinheiten am Boden sinkt. Na, danke. Ist ja auch wieder super. Immer kommt irgendwas dazu. Oh. Nein! Haben wir den oben nicht abgesetzt? Ah, wie dumm! Wie dumm war das denn? Na gut, schicken wir ihn nach oben. Nein, nicht absetzen. Oben warten. Habe ich den Bauern gerade nicht abgesetzt? Das war ja behindert. Na gut. Nicht anders. Den da rein. Gut, wir verpassen wir jetzt auch nicht. So, dann machen wir mal platt hier. Blöden Pferde. So, weiter geht's. Das Pferd schicken wir auch mal runter. Auch hinüber. Hey, hey!
hätte wahrscheinlich erst die Bogenschützen benutzen sollen. Fällt mir gerade ein, dann hätten die weniger Kraft gehabt. Naja, zu spät. Gut. Haben wir hier oben noch? Da haben wir nicht so viel, ne? Wir haben noch ein Dings hier. Den schicken wir nochmal runter. So. Das ist natürlich nur dieser eine Typ hier. Der kann natürlich ein, zwei Sachen noch killen hier, wenn er will. Aber so richtig groovy wird er auch nicht werden. Zug Ben. Ja, soll doch ruhig machen. Das ist natürlich scheiße. Haben natürlich nicht so viele Chancen gegen. Aber. Gut. Oh, da ist Walder, da unten. Ihr flieht aus eurem Königreich. Eine wahre Königin würde sich ihrem Verderben erhobenen Hauptes stellen. Walder! Meine Königin, greift Walder nicht an. Ihr könnt ihn nicht besiegen, aber ihr könnt doch diese Leute retten. Ihr habt recht, ich werde sie nicht im Stich lassen. So. Zack. Hin. So, mit ein paar Leuten runter jetzt hier. Die wir noch haben hier. Gut. Wir können nicht besiegen, aber wir können. Die heilende Aura einsetzen. So, jetzt kriegen alle ein bisschen Leben wieder. So, dass die in der Nähe waren. Stellen wir hier hin. Einfach nur einen Weg stellen, damit die nicht durchkommen. Mehr will ich gar nicht. So. Hier ist noch der eine Gegner, den machen wir jetzt auch platt. Die sind nicht so stark dagegen, aber. Das wüsste ich jetzt nicht, wie wir es machen sollten. Ah. Ja, du mit einem Stummelschwert da. Stummelschwert. So, wir müssen jetzt eigentlich nur dieses eine Ding da noch hinbekommen. Dann lassen wir sie doch einfach mal angreifen jetzt. Obwohl. Oh, mal gleich platt machen, ne? Die weg sind. Gut. Hauptsache, sie können mich nicht angreifen da oben. Das wäre das Wichtigste. Lass mal, was passiert. Ah, shit. Nicht so schlimm, nicht so schlimm, sage ich immer. Das sind sozusagen meine Schutzschilde, meine menschlichen Schutzschilde. Tote erwecken. Oh, scheiße. Ah. Ach ja. Ein bisschen Verluste haben wir jetzt natürlich, das merke ich gerade auch. Aber wir müssen nur diesen Bauern da oben in Freiheit bringen und dann haben wir es ja schon geschafft, glaube ich. Okay, wir sind dran. Gut, wir machen jetzt mal den Bauern weg hier. My Queen. Das waren die letzten Dorfbewohner. Es wird Zeit, dass ihr euch nun selbst in Sicherheit bringt. Königin Messia. In Ordnung, ich bin unterwegs. Okay, jetzt müssen wir natürlich auch in so einen Wagen rein. So, wir müssen ein bisschen die Soldaten in Schach halten hier, dass sie uns nicht hinterherlaufen.
So, angreifen können die uns nicht, aber wir können ein bisschen Schaden verlassen oder Ursachen. Ja, noch schnell an. Was soll's. So, hier oben müssen wir die auch irgendwie im Schacht halten. Ich habe gar nicht mehr so viele. Gar nicht so viele Soldaten mehr, ne? Ich hab irgendwie müssen wir noch ein paar Dinger rausholen hier. So. Okay, die können natürlich hochkommen zu mir eventuell. Mich killen. Ich hoffe nicht. Testen wir mal. Shit. Na gut. Nicht die beste Taktik, die ich da mir ausgesucht habe. Definitiv anders lösen. Aber immerhin stoppen sie immer noch so ein bisschen ab. Okay. Okay, okay. Eieiei. Ja, erober das ruhig. Das stört mich nicht mehr. Ich glaube, so oder so wäre das Ganze verloren ja hier, weil wir eh flüchten müssen. Also von daher. Das gewesen sein dann, ne? Ihr habt es geschafft! Gut gemacht, meine Königin! Ah! Sie sind kommen! Ragnar! Folge ihnen! Oh ja! Ich jage sie und wenn ich sie erwische, mache ich Hackfleisch aus ihnen! Walter. Sigrid? Sigrid, begleite sie. Sorgt dafür, dass die Sache ordentlich erledigt wird. Hm? Und ihr? Höllheim braucht seinen Herrscher. Ich vertraue euch diese Aufgabe an. Nun gut. Sieg! Oh, immer noch ein A, also gar nicht so schlecht gewesen. Gut. Das war knapp. Wir dürfen hier nicht rasten, es ist zu gefährlich. Und ohne Versteckung können wir nicht zurückkehren. Können wir uns nicht einfach neu formieren und... Walder ist ein erfahrener Kommandant. Und der Handschuh, den er trägt, ist ein Artefakt von gewaltiger Macht. Wenn wir ihn besiegen wollen, müssen wir diesen Handschuh zerstören. Aber allein sind wir nicht stark genug. Was sollen wir also tun? Wir müssen nach Osten ziehen, nach Himmelssang, und Kaiserin Tenri um Hilfe bitten. Tenri? Die Kaiserin ist eine alte Freundin eures Vaters. Wenn uns irgendjemand helfen kann, dann sie. Auf nach Tenri! Achso, das ist eine lange Reise. Let's go. Aber wir müssen es versuchen. Komm, Cäsar. Was ist er denn? Fresh prey. Frisches Fleisch. Okay, neue Art von Gegner, würde ich sagen. So, ab geht's durch den Wald. Glückwunsch, du hast den Spielmodus Arcade freigeschaltet. Oh, super, den können wir uns irgendwann mal angucken. Und du hast Auronian Codex freigeschaltet. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war spannend genug für euch. Wir sehen uns in dem nächsten Akt, beziehungsweise in der nächsten Mission wieder. Bis dann, tschüss.